Ja, klappt. Du bist Aufnahme gestartet, schon Quetscher. Herrlich. Ernsthaft? Ich habe noch einen Quetscher gemacht. Das ist eine Spontanaufnahme, deswegen ist mitten im Spiel. Ah, schade, ich hätte geradeaus weiterfahren müssen. Warte mal. Welchen haben wir heute? Den 8.9.2016. Boah, scheiße, ey, den hab ich ja. Ich denke mal, der ist davor gesprungen. Ich. Ja, warte mal. Der hat mich so irritiert, da. Echt? Ja, aber richtig. Guck mal da. Der ist so irritiert, Alter. Ich denke, ne, was ist denn jetzt? Sorry. Egal. Nee, ich denke mal, die Folge kommt im Ende September ist doch jetzt, ne? Ja. Ja, Ende September, glaube ich, kommt die raus. Ja, ich habe mir das einfach nur mal so, weil das ist immer direkt am Anfang. Meistens gucke ich so den Anfang von der Folge, deswegen guck die auch nicht. Nee, eben. Außerdem, wir spielen ja, deswegen weißt du, was passiert. Ja. Aber ab und zu guck ich schon mal ein bisschen, ein paar Minuten. Die. Yippie! Da könnte ich auch mal auf Kommentare mal eingehen. In letzter Zeit kriege ich ja Kommentare, was ich echt geil finde. Leider weiß ich aber nicht die Namen. Achso, ja, muss ich denn. Ja, naja, was da ich, möchte also, ich Kommentare eingehen kannst du erst, wenn du sie erst halt hier auch wirklich in, relativ nah dran bist, weiter mal. Ja, im Prinzip ja. Das Ding ist nämlich, ich bin so ein Let's Player, der immer extrem im Voraus aufnimmt. Und bei Rocket League sind das gerne mal 30 Folgen. Ja. Vor allem jetzt müssen wir doch ein bisschen produzieren, weil wir weil demnächst viel kommt an genau. Spielen. Es kommt Landwirtschaftssimulator 17, es kommt FIFA, es kommt hier Planet Coaster, The Crew kostenlos. Also das ist im Moment wirklich viel. Und da nehmen wir dann doch lieber mal auf, was da ist, ne? Also der Dicke. Ja, immer nur der, wie heißt das hier, der Hilfssklave, weißt du? Hilfssklave? Wie gesagt, du machst irgendwann die dicke Kohle mit YouTube, weißt du? Ich mache ja überhaupt gar keine Kohle, weil ich keine Werbung schalte. Nee. Würde ich an deiner Stelle aber machen, wenn du irgendwann mal nee. 2000 Leute hast oder so, würde ich machen. Wollen wir mal gucken. Alter. Es wird wenn das stimmt, was ich so gehört habe, soll das übrigens ganz stark eingeschränkt werden mit der Monetarisierung. Echt? Nur noch Leute, die jetzt so oder so und so viele Abos mindestens haben? Was? Nein. Videos, die monetarisiert werden sollen, dürfen keine Gewalt zeigen, es darf keine, keine Beleidigung und sowas, es darf nichts. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht mehr Fettsack und Kevin sagen, ja, oder? Ja, zum Beispiel. Boah, hast du mir den geklaut, Alter. Entschuldigung. Ehrlich? Ja. Also, wenn Gronkh recht hatte, ich hab mir das ja nicht wirklich angeguckt. Ja, das kann ich mir aber am besten wenig vorstellen, weil, also mal ganz ehrlich, dann kann, wird er ja nie wieder ein Horror-Let's Play oder so spielen. Ja, eben, wenn das wirklich eintrifft, dann wird er auch die Monetarisierung bei ihnen ausschalten. Weil er strikt dagegen ist. Was er wird die Monetarisierung ausschalten. Ja, zumindest anders machen. Nicht mehr über YouTube. Also, wo soll er da, wo kriegt er denn sonst noch Geld für? Weiß ich doch nicht. Ich kann eine Einnahmequelle. Mann, mein Hals! Ich kann auch nur das wiedergeben, was er im letzten Stream gesagt hatte. Also nie im Leben wird er das aufgeben, weil also das ist ja sein Geld eigentlich. Ja. Das ist ja, macht ja sein Geld aus. Ja. Aber ich er hat ja mehrere Millionen Klicks im Jahr, im Monat, das heißt, was er bestimmt jetzt hat. Mehr ein paar tausend Euro alleine durch die er sein YouTube gewinnt. Wer weiß. Ja, doch, ich denke schon. Ja, das ist immer der Scheiß, Alter. Du musst immer, wie heißt das hier, dich jetzt. Oh, Alter. Du musst jetzt echt mal wieder so Monetarisierung anmachen, damit wir mal mitkriegen, wie viel Geld man pro Klick und sowas kriegt. Ich habe das jetzt, als ich die noch anhatte, hatte ich 0,04 Cent eingenommen. Also 0,04 Euro. Mit 1000 Klicks. Ne, wie viel wann hattest du gemacht? Mit ungefähr
Hattest du da sagen wir 400, 500, ja, so ungefähr. Ja, und einmal jetzt Gronkh, Alter, der hat ja mit jedem Video den dann... Alter, Schwede, er ist da. Und wieder eine Verlag von mir. Nehmen wir, guck mal, der hat ja 100.000 Pro, also am Tag, nehmen wir mal an, am Tag, wie viele Videos trägt er am Tag raus, weißt du, wie viele Let's Plays hat er? Minecraft, also live in the Woods. 5, 6 ungefähr. Nee, das sind dann. Er hat Life in the Woods im Moment. Ja. Dead by Daylight. Und da wird er eigentlich schon wieder. Denk dran, dass er noch andere Channel hat. Ja, ja, aber welche aktiven? Richtig toll, also jetzt, ne, die richtig Likes wegnehmen. Also Likes machen wir mit. Da hat er doch. Alter! No Man's Sky? Ah, No Man's Sky hat er noch, ja, stimmt. Oh, sehr gut. No Man's Sky? Ich bin gerade überlegen, was er noch alles hat. Weiß ich glaube, das war's. Na gut, die alten Videos machen auch immer noch klar ohne Ende. Ja, Klicks, klar. Ne? Aber ganz ehrlich, nehmen wir mal an, er kriegt pro Tag 400.000 Klicks, oder? Das kriegt er doch hin, oder? Ja. Was meinst du? Mit einem alten Scheiß und mit seinem neuen Scheiß 400.000 bestimmt. Ja. So, das heißt, du hast mit deinem. Ja, pro Tag. Du hast bei 400 Likes, also Klicks, hast du 4 Cent gekriegt. Scheiße! Alter, der hat dich weggekriegt. Also, das mal 1000. Nochmal 1000. Sind. Oh. Mal 1000. 10 sind 40 Cent, 100 sind 4 Euro, sind 40 Euro. Pro Tag. Sind das nur 40 Euro pro Tag? Naja, wenn er halt mal 400.000 Likes. So, sind 40 Euro pro Tag. Das mal 30 sind 1200 Euro? Ja. Ehrlich? Ja, das kann so ungefähr im Schnitt hinhauen, ja. Okay. Ah. Mann, du darfst doch eigentlich gar nicht darüber reden, wie viel du verdienst, oder? Ist mir doch egal. YouTube das Video jetzt sieht. Ist mir doch egal. Es gibt ja kein Verbot, dass man ja nicht darüber reden darf. Doch, gibt es. Nee. Doch, das gibt es. Man darf, ein YouTuber darf nicht reden, wie viel Geld er verdient durch YouTube. Also war auf jeden Fall mal so. Deswegen erzählen die ja, hat doch Gronkh auch gesagt bei, wie heißt das hier, Gronkh und Sarazar, als sie bei TV Total waren. Da haben sie doch gesagt, dass sie darüber nicht reden dürfen. Da, also Walle hat das auf jeden Fall gesagt. Sauber. Alter, was ist los hier? Vorlagenkönig, ey. Übertrieben, ist eben 3, jetzt eine wieder. Alter, wie ich da gerade aus dem Rauch kam, das sah geil aus. Wusch, yeah. Mein Hals will sich irgendwie gerade nicht beruhigen. Naja, Monetarisierung, scheiß drauf, ehrlich gesagt. Ja, also, ich brauch das ehrlich gesagt nicht. Das reicht nicht bei so wenig. Ich denke echt nur, wenn du wirklich, wie heißt das hier? Nehmen ja, wenn mal ich ein Gronkh wäre zum Beispiel. Nein, das nicht. Aber nimm mir an, du hast jeden Tag 100 Klicks. Jeden Tag. Ja, kann sich schon das ein bisschen... Oh! Dann lohnt sich das auf jeden Fall. 171. Dann hättest du 3000 Klicks im Monat. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja. Definitiv. Aber die Werbung... Ja, die meisten benutzen so und so, wie heißt das hier, ein Werbeblocker. Also ja, eben. Das sagen wir mal, ungefähr 50% benutzen Werbeblocker noch. Ja. Wenn nicht sogar mehr. Das heißt, ja, man kriegt dann noch mal weniger dann. Ach so, bei Leuten, die den Werbeblocker haben, der da... Echt? Aber na klar, natürlich. Ja, krass. Weil die Werbung ja nicht geschaltet wird. Ah. Also geht das nicht rein nach Klickzahlen, sondern auch wirklich, wann die Werbung kam. Genau. Okay. Ah, scheiße! Ja. Oh! Alter, wie so ein UFO ist der weggeflogen. Ja, easy will nach Hause. Ja, um nochmal auf die Kommentare zurückzugreifen. Was gab's denn so für Kommentare? Also einer feiert auf jeden Fall unsere Sprüche.
Ja, genau. Da hat einer voll unsere Sprüche abgefeiert. Finde ich. Da erstmal, vielen Dank. Das gibt mir auch, ehrlich gesagt, die Sicherheit, dass auch jemand meine Videos guckt. Ja. Und zwar voll. Das finde ich super. Und das ist auch alles unabsichtlich. Es ist nichts gestellt oder sowas. Also, nee. Ja, so sind wir einfach. Wir nicht dauerhaft gegen Kevin sagen, weil wir irgendwie Lust haben. Sondern wir machen das einfach, weil wir Lust auf den Scheiß haben. Oder irgendwie, wenn wir halt irgendwas anderes finden, dann ist das halt im Moment so. Genau wie jetzt mein Gurkenwasser da ist. Ja, das habe ich ja nicht aufgenommen. Hätte ich mal aufnehmen sollen. Ja, das wäre echt. Nein, das ist nichts gestellt hier. Ja, natürlich. Wir versuchen eigentlich, sowas will ich auch gar nicht mal sagen, das generell nicht mit der, ich sag mal, mit der Kamera, sag ich jetzt einfach mal, zu sprechen, so nach Motto eigentlich. Ja, genau. Es sei denn, es sind irgendwelche Ankündigungen da oder sowas, ne? Also wenn du halt irgendwie mal was ankündigst. Ankündigung aber, oder halt auch sowas wie DLCs vorstellen. Ja, ja, genau, das ist dann wieder was anderes. Aber wenn wir so spielen, Alter Schwede, Respekt. Boah, das war Teamwork, Alter. Nee, das ist cool. Das ist so wie, als wenn wir jetzt auch privat spielen würden. Genau. Muss ich mal sagen. Das ist halt so. Genau. Ich denke, das macht es auch so ein bisschen aus. Ja, klar. Alter, das war ein geiler Schuss. Gesprungen, abgewartet und erst dann einen Doppelsprung gemacht. Flupp. Bam. Ja, du kannst ja mal demnächst mal unter deinen Videos mal deinen Twitch-Link auch mal reinstellen. Ja, genau. Das kann ich ja machen. Ja, solltest du vielleicht. Ich glaube, ich werde auch Cities tatsächlich auf YouTube hochladen, aber ich muss das erstmal schneiden. Mhm. Ich kann das nämlich runterladen und so weiter. Das ist, ach, das ist cool. Aber das ist natürlich dann in der schlechten Qualität. Ja, ja, genau. Die Qualität ist dann halt nicht so dolle und so weiter, aber. Ach, ja, mal schauen. ja, was gab's denn noch so für Kommentare? Ach ja, der Osterkommentar. Da hat jemand, da habe ich nämlich irgendwann mal in irgendeiner Folge gefragt, ob Ostern weltweit ist. Land, ja. Und da hat auch jemand drauf geantwortet in den Kommentaren. Finde ich super. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Okay. Genau. Und wenn man solche Kommentare liest, dann dann hat man echt das Gefühl. Ach du Hund, Alter! Dass man nicht einfach so also für sich selber aufnimmt. Sondern tatsächlich auch für die Zuschauer. Ja. Und das ist mal ein ganz anderes Gefühl. Ja, das fühlt sich. Also schön weiterschreiben. Ich freue mich immer darauf. Auch wenn ich wenig antworte. Weißt du eigentlich, dass das dämlich war, was wir gesagt haben mit dem Gehöstert hier, dass jetzt das und das und das bald kommt? Du sagst, das Video kommt irgendwann am 30. September, so noch mal. Eventuell. Natürlich. Weißt du, und wir sagen, was es für Spiele bald gibt, weißt du? Ja, klar. Sind schon lange draußen, denn. Naja, auf jeden Fall ist viel los. Genau. Deswegen kann es auch, passieren, dass irgendwann mal Folgen bei Rocket League ausfallen. Was ich aber glaube ich von Anfang an gesagt hatte. Ja, aber was dann doch relativ sehr unwahrscheinlich ist, weil wir dann doch irgendwie immer mal Lust haben auf Rocket League. Eben. Weil das ist einfach das Spiel überhaupt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Ja. Oh, jetzt rein! Oh, schon. Oh. Ja, Rocket League ist so ein Spiel, was man echt immer zocken kann und dauerhaft immer. Yeah. Und ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt, jeden Replay zu speichern. Nee, das wird ja nicht über die Festplatte gespeichert. Und wenn, dann sind die Videos ganz, ganz klein, weil das sind ja nur einfach nur so irgendwelche Dateien. Die Videos werden dann halt online abgespielt, glaube ich. Ja. Alter, müssen die Server haben, die Leute alle. Da gab es doch noch einen Kommentar. Interessant wäre, wenn du. Kann man Ankündigungen machen in deinem YouTube-Account? Kann man das? Vielleicht, weiß ich nicht. Ja, muss man mal auftesten. So weil dann könnte man nämlich mal schreiben, bla, jetzt geht's los, mal auf Twitch zum Beispiel. Dass man mal eine Runde bei Twitch ist. Und wenn dann Abonnenten, sag ich mal, das lesen,
dass die dann einfach mal dazukommen und dass man ein bisschen reagieren, oh alter Schwede, dass man da ein bisschen drauf reagieren kann, mal mit den Quatschen so nochmal, weißt du? Wenn man praktisch, solltest du mal rausfinden, ob man irgendwie eine YouTube eine Ankündigung machen kann. Ja. Damit ihr wisst, was Hähnchen mit Twitch meint, auf der Streaming-Plattform Twitch habe ich mich jetzt auch angemeldet und mache da ab und zu jetzt auch mal Streams. Aktuell relativ regelmäßig. Was aktuell, es gibt dann aktuell bei dir. Weil, wie gesagt, die Ja, genau. Folge. Ja, ja, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es halt relativ viel Cities. Ja, einfach ein schönes Twitch-Game. Meiner Meinung nach. Und es bringt auch Spaß, dazu zu gucken. Ich selber habe auch schon ein paar Mal zugeguckt. Deswegen geht meine Downloadrate auch so nach oben. in was tust du eigentlich, wie heißt das hier, senden, sag ich mal? In 720p oder was ist standardmäßig? Weil Full HD weiß ich glaube ich nicht, wenn ich da meine. Nee, kann ich auch gar nicht. Dazu muss ich Twitch-Partner sein. Ja, ich glaube 720p, ne? Und dafür brauche ich, was war das? Ich brauche regelmäßig gleichzeitig, also Zuschauer, die gleichzeitig den Stream gucken, das waren glaube ich so ungefähr 150, erst dann kann man Twitch-Partner bekommen. Naja, ja, das ist immer ärgerlich. Ne? Ja. Aber es ist auch Server-Auslastung, ne? Wenn jeder in Full HD ausstrahlen könnte, Alter. Ja, das stimmt. Ich glaube, das würde nicht machbar sein. Deswegen ist es ganz gut, weil sonst kommt wirklich jeder Hans und Franz und tut dann da ein bisschen denken, ich mache jetzt Twitch hier. Ja, und heutzutage ist es auch relativ einfach zu streamen. Wenn ich das schon hinkriege, ich bin ja nun nicht wirklich sehr computerversiert. Also ich habe nicht viel Ahnung, das meine ich damit. Ich brauche echt Kohle eigentlich, Alter, damit ich mir eine 1060 kaufen kann. ich will unbedingt eine 1060 haben. Ja, wenn du streamen willst, dann brauchst du vor allem... mindestens eine 69. Denke ich mal. Weil mit einer, gut, ich glaube mit der 59, es wird klappen, aber Alter, vielleicht mit 480. Du bräuchtest, ja gut, CPU würde noch klappen, aber Arbeitsspeicher... Ja, CPU klappt auf jeden Fall. Der Arbeitsspeicher sollte bei 8 GB auch noch gehen. Aber wie heißt denn die Grafikkarte? Ist mein Problem. Oh, sehr gut reagiert, Hähnchen. Ja. Die Grafikkarte ist das, was bei mir noch nicht fehlt. Ah! Off. Alter! Warst du das? Ja! Oh. Das war keine Parade! Was? Das hätte eigentlich 100 Pro eine Parade werden müssen. Es sei denn. Nee, wenn ich angeschossen. Nee, ich glaube. Aber ich glaube nicht, dass es. Ist, weil ich den ja berührt hatte. Nee, glaube ich nicht auch nicht, denn sonst. Habe ich den überhaupt berührt? Weiß ich gar nicht mehr. Es ging alles so schnell. Hallo Hähnchen. Bitte. Nee, ich glaube, in meiner 59 ist es zu schwach zum Spielen, denke ich. Nee, Grafikkarte ist eigentlich nicht das Problem. Es ist echt nur der CPU oder und der Arbeitsspeicher. Ja, aber mit meiner CPU? Mit einer 8,5, also mit einem 4570 sollte ich das eigentlich locker schaffen. Ja, wenn ich das schon schaffe locker, dann schaffst du das auch. Nein, ja, du hast ja eine höhere Taktrate, aber trotzdem, ich sollte es kein Problem. CPU-Technik. Man braucht auch eine Grafikkarte, die das packt. Ist so? Ja, die Spiele. Alter. Nee, auch das übertragen. Ja. Alter! Entschuldigung! Alter. Entschuldigung! Oh, du Wichser, das war meine Karte-Punkte. Was? Für Befreiungsschlag. Achso. Alter, schon wieder? Jetzt reicht's nicht. Boah. Heißt der da Klitoris? Klittelsaurus. Achso. Klitoris never heard of that Pokémon. Und spätestens jetzt dürfte ich das Video nicht mehr monetarisieren. Ging jetzt nach diesen neuen Richtlinien. Kommen die da auf die. Darf man dazu noch nichts mehr sagen, Alter. Ja, darf man auch gar nicht mehr. Man darf nicht mal mehr schlimme Themen ansprechen. Man darf nicht mehr. Das kann ich mir beim besten Terrorismus an. Dass ich denke, da hat Bronze gegen die vertan. Weil das ist. Ich kann ja. Ich guck mal nachher. Ich bin ja selbst nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, aber. Ja, weil das kann nicht sein, Alter, weil das ist das denn. Dann darf man ja gar nicht mehr reden.
Ja, ja, das YouTube ist ja das schadet Ding. Sich damit nur selber. Ja, ja, sagt Gronkh auch. Die schaden sich auch wirklich damit selber. Sehr gut. Oh. Will noch was. Sehr gut. Ja, wenn ihr nochmal wieder auf Twitch zurückzukommen, wenn ihr hier den Stream bei mir ab und zu mal verfolgen wollt, sucht einfach mal nach Boggy-LP, glaube ich, ist das. Weil ja, ich bei mach den Knüppel noch einfach unten rein. Ja, kann ich machen. Aber falls ich das vergesse, ne? Du solltest, na, was heißt, nee, du willst das dann nicht zwanghaftmäßig machen, auch. Nee. Vielleicht so, wie heißt das hier mal, Pizza. Das musst du auf jeden Fall regelmäßiger dann machen. Weil, ja, weil sonst gucken die jedes Mal gucken. Na, vielleicht abonnieren sie dich dann, ja? Also follow und dann werden sie ja benachrichtigt, ne? Ja, eben. Deswegen sage ich das ja auch. Ich würde dann auch sagen, nächste Folge jetzt, ne? Jo. Sobald. Nächstes Match. Hallo? Chinchafan? 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 Hong Kong? Hong Kong? Ping Chang? Chinchafan? Ah, ciao. Tschüss. Hallo? Ching.